Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich schon in Berlin für euch, nämlich die Fashion Week hat begonnen. Gerade eben bin ich zurückgekommen hier in dem schönen Leonardo Hotel am Alexanderplatz. Und auf der Veranstaltung, wo ich gerade eben war, in der Modenschau, habe ich ein paar Promis getroffen und dachte mir, hey, was wäre eigentlich ein Promi gerne in einem Märchen? Diese Frage habe ich mir gestellt und natürlich auch den Promis. Schaut selbst. Wenn du in einem Märchen leben würdest, was für ein Märchen wäre es und wer wärst du? Oh, ich wäre gern der Hans im Glück. Doch, ich wäre wirklich gerne der Hans im Glück, weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich der Hans im Glück bin, so, wenn ich gucke, was man so machen darf. Ist ja doch sehr privilegiert, so Fernsehkrams. Aber ich glaube, ich wäre der Hans im Glück, da wäre ich gern. Das mag ich sehr. Ich glaube, mein Märchen wäre das Märchen von Aschenputtel. Ja, das sagt eigentlich alles, kennt jeder und damit würde ich mich am besten identifizieren. Ich wäre Alice im Wunderland, glaube ich. Und eine Mischung aus Alice im Wunderland als Alice und dieser Humpty Dumpty Ei, der immer auf der Mauer läuft. Also so ein verwunschenes Ei, das auf der Mauer läuft und dann immer, wie soll ich sagen, trotzdem alles auf der Mauer macht. Ja, da wäre ich natürlich eine Prinzessin mit den durchtanzten Schuhen, so wie heute Abend. Ist es tatsächlich ein Märchen, wo du auch in deinem Alltag so ein bisschen widerspiegelst oder ist es ganz weit hergeholt? Naja, also im Alltag würde ich keine 20 Kilo Kleider tragen, glaube ich. Also zumindest in der jetzigen Zeit nicht. Aber es ist sehr schön gewesen, das mal so ausleben zu dürfen. Monaco Deluxe. Passt doch, oder? Natürlich. Natürlich. Ja, genau, ja. Ich bin ganz einfach. Eine Frage. Wenn du in einem Märchen leben würdest, welches wäre es und was wärst du? Och Gott, hast du ja schon andere Leute hier auch gefragt? Das ist ja wirklich eine beschissene Frage. Nein. Weiners, was für ein Märchen wäre ich, wenn ich ein Märchen wäre? Meine Tochter, die weiß das. Rapunzel. Weil du hast so lange Haare, wie der Turm hoch ist? Ja, nee. Lange Beine? Nee, ja. Hast du noch eine andere Frage? Nein. Wie heißt du denn? Markus. Markus, du musst dir bessere Fragen ausdenken. Nein. Wie war das, Schneewittchen und Waisenweiß oder so? Ne? Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und die Schneewittchen, das ist, glaube ich, wirklich, das ist erstens mein Märchen, weil ich bin ja grundsätzlich von Zwergen umgeben. Weil ich bin riesengroß. Aber farblich gestimmt bin ich mehr Schneewittchen, abgesehen von heute, weil ich habe heute Nude-Lippen, sonst habe ich rote Lippen, schwarze Haare und bin sehr blass. Dass du viele Lippen hast, Weinhaus. Aber gemeinsam sind wir zusammen auch Schneeweißchen und Rosenrot. Nee, Schneeweißchen und Schneewittchen, abgesehen von den Lippen. Also siehst schon, Markus. Das wird keine Einigung werden heute. Ich glaube, es greift halt auch in die deutsche Märchengeschichte ein. Da wird nichts einfach so gelassen, wie es war. Aber ich glaube, wir werden uns in der Fashion Week noch öfter sehen. Nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse die Fashion Week. Warum das? Weil mir geht dieses ganze oberflächliche in die Kamera gescheiße richtig auf die Nerven. Das hier jetzt gerade nicht, aber diese ganzen, weißt du, alle sind sie nur immer in der Kamera. Und ich ertrage es einen Abend und dann reicht es mir auch wirklich. Mir ist das hier alles zu künstlich. Ist nicht so meins. Ich weiß es auch nie. Also Pippi Langstrumpf, ne? Also gibt's natürlich nicht, aber so eher wild und schön. Und machst die Welt, wie sie dir gefällt. Ja, so ein bisschen eher in die Richtung. So Schneewittchen, denke ich, würde nicht passen oder sowas. Irgendwie jahrelang schlafen. Was gibt's noch? Pechmarie will ich natürlich auch nie sein. Also lass es uns schön und nett machen irgendwie so. Der gestiefelte Kater, warum ja. das? Ja, weil ich so bin, ne? Weil ich so ein bisschen verrückt, der gestiefelte Kater rumlaufen. Mit den Kulleraugen. Ja, super, ja. Ne, das bin ich schon. Hättet ihr gedacht, was Sarah Kay und Rolfe für ein Märchen gut finden? Also ich nicht. Ich bin gespannt, was ich für euch noch hier auf der Fashion Week in Berlin rausbekomme. Und damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst, einfach hier auf Abonnieren klicken und wenn ihr mit dem Tablet oder mit dem Handy unterwegs seid, einfach unten in der Infobox auf den Link klicken. Dann bekommt ihr sofort eine Meldung, wenn das nächste Video online ist. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Monaco Deluxe.